Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Tomb Raider. Oh Mann. So kommt man definitiv runter. Das war der manuelle Funkturm, den wir in der letzten Episode eben erklommen haben oder erklommen haben, wie man es auch nennen mag. Heiliger. Wie geht's weiter? Ich sehe Häuser. Und unsere Crew ist jetzt natürlich benachrichtigt worden. Ein wichtiges Signal ist ausgegangen vom manuellen Sender dort oben. Oh Mann. Das kann was werden. Und was war das bitte in der letzten Folge für eine... Treibstofftanks. Für eine krasse Gefechtslage. Hier ist wieder ein Ventil. Kann ich es öffnen? Ja, kann ich. Aber es klemmt wieder. Shit. Egal, komm schon. Das ist immer so. Ist ein bisschen marode oder verrostet. Ich muss einen Weg finden, das Benzin anzuzünden. Vielleicht draufschießen? Oder was anderes. Das ist aber nicht gut. Benzin und Feuer? Die Lara will's wirklich wissen. Was ist hier eigentlich mit den Fässern? Kann ich die nehmen? Komm schon, geht's nicht? Schade. Ein Versuch war es wert und hier liegt eine Leiche. Ach du Scheiße. Hätte aber nichts mehr, ne? Schade. Jetzt bloß nicht stolpern, Lara. Ach du Scheiße, was geht hier ab? Wurden die alle umgebracht oder sind das Zombies? Wer weiß. Wer hat hier Jahresvorrat an Alkohol hergebracht? Russen sind das übrigens hier. Neue Ausrüstung erhalten. Feuerstahl. So sollte es gehen. Oh ja, das glaube ich auch. Halten Sie E gedrückt, um die Fackel anzuzünden. Wie praktisch ist das denn bitte? Ja, ihr wisst ja, dass Lara eine Archäologin jetzt ist. Die hat nämlich Archäologie studiert, falls man das überhaupt so nennen mag. Ah, hier liegt noch Munition. Ach, ich habe ja Munition voll. Schade. Ja, und jetzt ist sie quasi auf einer Forschungsreise. Die aber gar keine Forschungsreise ist, denn sie sind hier aus Versehen hingekommen. Nicht unbedingt mit Absicht. Okay, jetzt weg. Autsch! Scheiße. Da ist es. Ausweichen. Ach, scheiße, ey. Wir wurden getroffen. Aber richtig übel. Oh mein Gott. Heiliger Bimbambino. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Gott. Schnell weiter. Da kommt was, da kommt was, da kommt was. Wir müssen springen. Wir müssen springen. Beeilung, Lara. Der Pilot. Ich muss zu ihm. Das war keine gute Landung jetzt. Okay, ich verstehe. Nichts wie rüber. Boah. Das ging nochmal gut. Ach du Scheiße. Schnell rüber. Gott. Oh mein Gott.
Jetzt bloß nicht runterfallen. Nein. Und nochmal. Gott. Gott, nein. Noch so ein Hallo-Dreh, das gibt's nicht. Okay, dann komm mal her. Ich freue mich schon auf dich. Jetzt gib's auf die Nase. Shit, wir müssen ausweichen, selbstverständlich. Okay, jetzt aber... Shit, ich muss die Pistole nehmen, es geht nicht anders. Okay, jetzt aber... Scheiße aber auch. Was geht hier ab, Mann? Und ich muss ja sagen, das Spiel wird übertrieben emotional rübergebracht. Die Atmosphäre stimmt, passend. Erinnert mich ein bisschen an The Last of Us. Ich weiß ja nicht, ob das bei euch auch so ist. Natürlich ist hier nicht so viel Story wie bei The Last of Us. Aber man sieht wirklich, wie eine Studentin, eigentlich auch Archäologin, zu einer tapferen Kriegerin wird. Unglaublich. Und so habe ich halt eben auch Tomb Raider in Erinnerung. Super gut inszeniert hier. Wahnsinnige Atmosphäre. Aber was ist mit dem Piloten, der uns eigentlich retten wollte? Das ist mies. Vielleicht hat er ja irgendwie wichtige Items. Shit. Ich glaube nicht. Einmal rüberspringen. Oh Mann. Krass. Hier ist einmal Feuer. Hier könnten wir uns theoretisch skillen. Aber ich schau mal hier nochmal nach unten. Oh Mann, das geht hier ziemlich tief runter. Ziemlich tief. Und es ist ja auch, wie ihr sehen könnt, eher eine Art asiatisches Gebiet, oder? Oder was vermutet ihr? Lara! Was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Stoßen Sie wieder zu Ross zu. Und ihr wisst ja, Ross ist unser Freund. Der 52 Jahre alte, schöne, gute Archäologe, kann man sagen. Auch er ein Schatzjäger. Freiberuflich. Doch jetzt geht's weiter. Und in meinen Augen ist Ross sogar einer der intelligentesten von der Crew. Kann mich aber ändern. Wobei Sam ja auch eigentlich ganz cool ist. Einer der besten Freundinnen von Lara, die auch Studentin ist. Und natürlich auch mal, was nochmal auch wichtig zu sagen ist, die sich sehr viel für Model interessiert, ne? Das heißt, wir haben hier im Spiel schon zwei nette Damen, die es aber leider in der Wildnis gefunden haben. Im Abenteuer. Oh Gott. Hier drüben! Ich kann schießen! Okay. Wie geil ist das denn bitte? Ach du Scheiße. Auf die Rolle feuern. Na toll. Schieß auf das Seil. Na klar, kein Problem. Und zieh das gute Stück. Da kommt noch mehr. Kann ich auch noch ziehen. Schaut mal hier. Passt auf, Freunde. Zack. Shit, nicht geklappt. Ah, ich habe eine andere Idee. Jetzt aber. Na los! Okay. Oh nein! Ach, was habe ich nur getan?
fett runtergesprungen. Ich dachte, ich könnte ausweichen. Das war mies, sehr mies, sehr mies, sehr mies. Nochmal neu, nochmal neu. Okay, jetzt aber. Und los. Okay, das war eins. Jetzt kommen zwei. Wenn es klappt, natürlich. Und zieh. Schön. Da ist noch einer oben. Okay, und jetzt die Freunde hier. Und die Leichen fallen runter. Das gefällt mir sehr. Da ist ja noch einer. Ich hoffe, das war der letzte. Es muss einen Weg nach oben geben. Einen neuen Seilfall. Wie geil ist das bitte? Und habt ihr das gerade am Baum gesehen? Das war ja mega ultra realistisch. So richtig Survival halt. Das hätte ich so gerne bei Far Cry gesehen, wenn ich ehrlich bin. Das hat einfach nur übertrieben gefehlt. Und ich finde, das zeichnet eigentlich auch Far Cry aus. Aber das ist ja ein anderes Spiel. Ich kritisiere bestimmt wieder nur zu viel. Schön erstmal alles gut begutachten hier. Alles schön transferieren. Und transferieren. Okay, ich vermute, wir müssen jetzt hoch, so wie die Lara das gesagt hat. Allerdings weiß ich nicht auch, ob ich das hier ziehen kann. Komm, wir versuchen es mal. Komm schon. Wie viel Kraft die alleine hat, überlegt mal. Also das ist ja nicht so einfach, oder? So einen Stamm zu ziehen, also... Ich meine, so ein Klimmzüge, also Klimmzüge. Wie ist das eigentlich bei euch mit Klimmzügen? Könnt ihr schon... Oh, shit. Das war nicht gut. Wie ist das eigentlich mit Klimmzügen? Könnt ihr leicht Klimmzüge ziehen oder wie viele Klimmzüge könnt ihr eigentlich schaffen? Und so ähnlich müsste man sich das vielleicht auch vorstellen. Ich glaube kaum, dass das so einfach ist. Okay. Was ist hiermit? Geht nicht, schade. Doch, jetzt so vielleicht. Und runter. Das könnte eventuell sogar klappen. Komm, wir versuchen es mal. Sehr schön. Wie praktisch. Und rüber. Hallo, Leichen. Vielen Dank. Und jetzt habe ich das dumpfe Gefühl, dass wir hier hochgehen können. Oder wir müssen hier lang. Durch den Wald. Durch die Gebirge. Tatsächlich, das war der Weg. Ein guter Punkt zum Einhaken sein. Drücken Sie E, um aufzunehmen. Warum nicht? Na toll. Einen Moment, wir können es ja mal versuchen. Mit unserem Bogen. Okay. Cool. Ja, das ist praktisch, sehr praktisch. Okay, und jetzt nicht viel drauf da. Eben schnell rüber. Und das geht ja ziemlich schnell. Sehr schnell. Ich glaube aber, das würde auch bestimmt stören, wenn das einfach so lange dauern würde für so ein Game. Eine Hütte. Gibt es hier überhaupt wieder Bücher? Ein paar Pfeile, toll. Pfeil und Bogen. Okay, ich glaube, wir können jetzt sogar hier die Tür aufmachen, aufreißen. Und zack. Ja, ich glaube, die Türen und auch die ganzen Holzgegenstände sind hier einfach marode. Beziehungsweise eben hohl innen drin, sodass die einfach ganz schnell kaputt gehen. Was anderes kann es gar nicht sein. Ich ahne Böses. Bergdorf. Aktuelle Position. Oh. Hat nur noch Wasser gefehlt für eine Wasserrutsche. Ross. Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts.
Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday, hier Co-Pilot Jessup von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessup, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet, bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Das ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Oh mein Gott. Captain Jessup. Wer ist das? Bestimmt so ein Ami-Kapitän oder sowas? Und Ross will nicht, dass wir das, glaube ich, tun. Er sitzt hier einfach und betrinkt sich. Wer weiß das schon? Wir wissen es nicht. Oh Gott. Okay. Ich vermute, wir müssen runter und ich habe auch eine sehr gute Idee. Das kennen wir ja. Captain Jessup. Und nichts wie runter. Sauber. Oben finden wir niemanden. Mag sein, aber Befehl ist Befehl. Ich gehe runter zu den anderen am Flugzeug. Du durchsuchst. Hier rüber! Nix da. Nix da. Meine Freunde. Shit. Trotzdem musst du ein bisschen Deckung üben, mein Freund. Alter, der lebt ja noch. Was geht denn bei dir ab? Hier war, glaube ich, auch noch einer. Nee, der ist tot. Ach, wie süß ist das denn? Ist da jemand? Ross? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Den Kanal frei halten. Aber finde ich cool, dass das Spiel ein bisschen tierfreudig ist. Ich sag ja, das hat Ähnlichkeit mit Far Cry. Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Oh, 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 Naturalheilkunde? Könnte sein. Bergungsgut, Bergungsgut. Ja, ich finde Hasen generell süß, ich weiß ja nicht. Ich mag Katzen und Hasen besonders. Hunde sind auch süß, aber von den ganzen Tieren mag ich irgendwie Katzen am meisten, ich weiß es nicht. Aber auch Hunde können manchmal so Katzen toppen, finde ich. Es gibt ja so richtig süße Babyhunde. Oder kennt ihr auch dieses Video in YouTube, wo so eine Katze eine Babykatze umarmt, während es schläft? Einfach nur super süß. Ihr kennt es bestimmt, ist weltbekannt. Okay, und jetzt weiter. Was war das bitte da unten wieder? Überlebungsinstinkt. Hier war irgendwas. Ich verstehe nur nicht was. Ich muss doch nicht ernsthaft runter, oder? Heiliger. Ich vermute schon, hier unten war das. Nichts wie runter. Es brennt gewaltig und wir sehen uns bei einer nächsten Folge. Bei Let's Play Tomb Raider.